Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aquapenta aka Uli. Ja, und zwar mit der Steampunk-Anlage in Folge 4, Spur Z in Digital, erste Fahrversuche und Trackbau. Genau, ich möchte jetzt langsam, aber sicher ein bisschen Leben in die Bude reinbringen. Ich denke mal, Theorie haben wir genug gehabt in den letzten drei Folgen, so dass ich jetzt mal ein bisschen anfange, hier was zu bauen und zu basteln. Ich habe mir hier eine Papiervorlage erstellt von dem oberen, ja, von der oberen halben, was heißt Halbkurve, also von diesem Halbkreiskurve oben, die ich da gebaut habe. Das ist ja der schmale Teil meiner Anlage. Da kann ich bloß eine Kurve reinbauen, ansonsten wird das vielleicht bloß irgendwie eine Art, ja, Gleis, wo man mal kurz reinfährt oder rausfährt. Nein, ich will da oben einen Kreis haben. Ich habe mir das extra so alles ausgemessen, dass ich da hinkomme, dass ich da auch meinen Kreis hinbekomme, und möchte allerdings nicht in dieser Ebene nur oben bleiben, sondern ich möchte leicht wieder nach unten fahren. Deswegen habe ich mir das mit Papier oben in der Papierschablone ausgemessen, so dass das eben entsprechend auch dann ja, reinpasst. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt irgendwo schon vorher zu fertigen. Also blieb mir nichts anderes übrig, mir die Papiervorlage zu erstellen, das Stückchen jetzt hier zu sägen, so gut es geht, und dann entsprechend oben irgendwo anzupassen. Ja, das säge ich jetzt noch hier aus Sperrholz aus. 4 mm ist meine Wahl gewesen, und ich finde, das ist für die Spur Z-Anlage durchaus ausreichend. Bei dem Gewicht der Züge ist das durchaus angemessen. Mache natürlich an den Stellen, wo es kritisch ist, mache ich sowieso doppelt, also dann komme ich auf 8 mm. Und aber für flexible Sachen bin ich durchaus bereit, die 4 mm als ausreichend zu betrachten. Finde ich eigentlich, ist völlig in Ordnung. Natürlich muss es stabil genug sein, wenn ich mit dem Gleisradierer rübergehe, dann wird das entsprechend natürlich dann versteift, da wo es nicht wirklich wichtig ist. Ansonsten ist es gut so. Ja, hier mache ich mal das Ganze noch ein bisschen in Form, was ich da ausgesägt habe. Die Eitelkeit, die spielt ja immer eine kleine Rolle mit bei uns Modellbauern. Da nehme ich mich nicht aus und habe das Ganze jetzt hier abgeschliffen. Hier sehen wir es auf meinem Bastelschreibtisch, hier wo auch mein Computer steht. Habe jetzt hier das Ganze an der Stelle, wo der Übergang ist, auf die 8 mm gebracht, indem ich da dieses kleine Teil noch mit untergesetzt habe, sodass der Übergang entsprechend gut klappen sollte. Ja, hier sehen wir jetzt, wie ich auf dem unteren Streckenteil, was ich bis jetzt hier so zusammenbastle, den Halter reinklebe. Ja, ich klebe sehr, sehr viel. Also ich bin nicht unbedingt nur der Schraubenfan. Ich mache nicht fast alles. Was wollte ich jetzt gerade erzählen? Nein, ich klebe sehr viel. Auch die Ständer, die da hinten zu sehen sind, die sind alle reingeklebt in die Anlage und die halten bombenfest. Also ich bin nicht unbedingt der Schraubenfan. Klar kann man das lösen, kann man das besser dann nochmal auswechseln, aber mein Gott, ich mag es halt so, wenn es geklebt wird. Ja, das freihängende Gleis, was hier vorne zu sehen ist, ist logisch, das macht man vielleicht so nicht unbedingt, aber die Gleise werden sowieso alle von mir generell aufgearbeitet. Die werden später, mit Airbrush entsprechend noch gealtert und sauber gemacht. Und also das ist klar, das ist nicht die schönste Lösung, aber um das Ganze mal zu testen, habe ich das so gemacht, und ich denke mal, das ist völlig in Ordnung. Und die Gleise werden fest verlegt, also sollte das kein Problem darstellen, wenn da jetzt mal ein Gleis in Anführungsstrichen leiden muss. Ja, hier klebe ich jetzt, beziehungsweise habe ich vor, den unteren Streckenteil da hinten an der Rückwand einzuarbeiten. Der sollte original laut meinem Plan unter dem anderen Streckenverlauf da oben verlaufen, also unter als Tunnel oder irgendwas. Hab dann aber gedacht, nö, warum eigentlich? Setze das gerade 3 bis 4 cm nach vorne. Ich glaube, 4 cm habe ich genommen. So, dass die Strecke leicht, ganz leicht schräg unter der oberen des oberen Streckenteils verlaufen wird, wo dann eine schräge, ich sag mal, eine Art Arkadenmauer hinkommt. Und mit einem Halbtunnel oder irgendwas in der Art, und da habe ich mir da vorgestellt. Und deswegen habe ich das nach vorne gesetzt. Also ich möchte das Gleis nicht verschwinden lassen da hinten. Ich möchte das gerne sehen. Ich möchte ja logischerweise meine Züge so oft es geht natürlich sehen und nicht nur verstecken. Deswegen auch die Bahn da oben halt nach vorne gesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das mit einer schönen Mauer später macht, kann das schon recht nett aussehen. Ja, hier rechts sehen wir nochmal das, was ich da vorhin gesägt habe, diesen kleinen Teil, den ich da als Papierschablone gemacht habe. Und
das passt an sich recht gut alles. Jetzt muss es natürlich alles noch kleben. Das hinten habe ich auch schon reingeklebt. Da hinten sehen wir den Strecken, den Gleisradierer als Befestigung, als Klemme. Ja, mein Gott, was soll's. Hier setze ich jetzt den Teil vorne ran. Das sieht man wie eine Art Wendeschleife, aber indirekt. Also es führt nicht zurück in das Gleis, was von oben kommt, sondern es führt halt nur zurück. Während ja hier oben rechts, was wir gleich wieder sehen werden, da kommt ja dann eine Art Industrie hin oder eine Art Dorf mit Bahnhof. Ich weiß es wirklich noch nicht, was ich hier oben hinsetze. Ob ich jetzt hier mit dem Personenverkehr hier oben reinpacke oder ob ich den Güterverkehr hier oben reinpacke. Ich habe es ja immer wieder erwähnt, die Strecke wird mehr oder weniger im Freestyle gebaut. Also ich habe das nicht wie ein Theoretiker alles im Vorfeld geplant und gezeichnet und irgendwo, ja doch im Track Planner, in dieser kostenlosen Software habe ich das Ganze irgendwo schon mal gemacht. Aber ich habe es jetzt nicht übertrieben und habe ja jedes Gleis gemacht. Also ich habe mir einen groben Plan. Ich weiß so ungefähr, wie es werden soll, ist klar. Also ganz so blau arbeite ich jetzt ja auch nicht, wie es vielleicht wirkt. Aber ich kann es immer nur wieder sagen, die Strecke wird wirklich frei geplant. Wenn sich jemand dazu ermutigt fühlt, mir mal einen Kommentar zu hinterlassen. Ich weiß, ich habe noch nicht allzu viele Zuschauer, aber das ist ja egal. Und einen Vorschlag bringen mag, gerne gehe ich drauf ein, werde das Ganze mir angucken oder anhören oder durchlesen und werde da mit Sicherheit irgendwie drauf reagieren. Warum eigentlich auch nicht? Ist doch völlig in Ordnung. Es soll ja Spaß machen. Hier probiere ich übrigens mal die Gleise, wie sie danach passen können oder werden. Setze die Geraden alle rein und werde danach, wenn das jetzt hier alles getrocknet ist, am nächsten Tag dann entsprechend mal die Probefahrt machen. Im Intro haben wir es ja gesehen. Da habe ich ja den Zug schon mal eingeblendet. Und ich muss sagen, ja, für eine reine Teststrecke bin ich hier irgendwo zufrieden. Hier oben sehen wir den Wendel nochmal, also nicht den Wendel, sondern die Schleife hier oben oder die Kurve. Und hier oben, wie gesagt, kommt dann später eine Art Industrie hin, beziehungsweise ein Bahnhof. Das muss ich mal sehen. Da unten ist übrigens die Ebene etwas tiefer, die hat damit noch nicht viel zu tun. Da kommt in dieser Höhe, soll später ein Bahnhof hinkommen, so in Streckenmitte oder irgendwas in der Art, habe ich da geplant. Ich weiß es noch nicht. Ja, hier ist jetzt der Test der Bahn. Hier habe ich also meine kleinste Lok eingesetzt. Das war Absicht, weil die großen laufen ja etwas sauberer. Und aber die kleinen, die haben ja auch keine Treibräder dran. Also muss ich sagen, läuft wirklich zufriedenstellend. Ja, die Weichen bleiben ja nicht so, das hatte ich ja schon gesagt, die kriegen den Unterflurantrieb rein. Die Stromgleise da oben zu sehen, in der roten Klammer, das bleibt definitiv nicht so. Hier ist noch ein Stromgleis, das bleibt nicht so, das kommt da mit Sicherheit nicht hin. Das wird von unten alles angelötet an die Gleise. Aber ist als Test, muss ich sagen, läuft es echt gut. Und die Schräge, die ich hier gewählt habe, passt irgendwo. Die Loks, die bewältigen das ganz gut. Die rote, grüne Klammer da hinten ist klar, ist jetzt der Schluss der Strecke, dass mir die Eisenbahnwaggons und die Loks da nicht runtersausen, habe ich das rangemacht. Und natürlich auch, um das Ganze zu fixieren. Hier sehen wir jetzt, wie ist der steilste Teil der Strecke. Hier drehen die Räder leicht durch, sieht man jetzt ganz gut, ne? Aber wenn die Loks hier, die Dampfloks später fahren sollen, sollen die gar nicht so viel Waggons ziehen, was die gerade machen. Die größeren Dieselloks, ja, die ziehen das aber auch sauber hoch. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. Zieht sauber hoch. Und wenn die Rädchen mal wirklich durchdrehen, sehe ich jetzt nicht wirklich als Problem an. Im Gegenteil, das sieht recht nett aus, denke ich mir mal. Und ja, das kann ich durchaus so lassen. Hier nochmal ein bisschen mit Zoom drin. Ist klar, da wird es ein bisschen unscharf. Ich habe es versucht, mal ein bisschen im Detail mehr einzufangen. Auch wie gut und langsam die kleine Lok hier schon fährt, ist ja wieder schon reiner Digitalbetrieb. Wobei die Loks noch im Analogmodus laufen. Ich habe nur mit einem Decoder die Strecke versorgt. Also ich habe wieder analog Loks, mein Gott, was für ein schweres Wort, eingesetzt. Nur mit dem Decoder vorgeschaltet, sodass die ganz gut hier erstmal im Test laufen können. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, dabei belasse ich es mit diesen Bildern. Ich freue mich, wenn du reingeschaut hast, wenn du das ganze Video angeschaut hast, dass du wieder oder jetzt überhaupt generell mal reingeschaut hast. Wenn du noch nicht dabei bist, abonniere mich doch einfach mal, ich würde mich freuen. Hinterlass einen Kommentar, freue ich mich super. Genauso wie einen Daumen nach oben oder irgendwelche andere Reaktionen. Dann würde ich sagen, mach schön gut erstmal an dieser Stelle. Dann bis zum nächsten Video
Und vielen Dank fürs Reinschauen. Dein Aquapenta, Aqua Auli. Bis dahin. Tschüss. Thank you.